I'm at an all-time. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal oder vielleicht auch auf dem Kanal von dem lieben Ruin Paladin. Und jetzt denkt ihr euch, warum auf dem Kanal von Ruin Paladin? Ja genau, Ruin Paladin hat uns die Chance gegeben, dass wir ein Video machen sollen mit dem Namen Ruin Paladin gibt euch die Chance. Und da dachte ich mir, mache ich einfach mal ganz gediegen mit und ich stelle mich mal ganz kurz vor. Also ich bin Luca, heiße auf YouTube It's Next, bin gerade bei 480 Abonnenten und mache jetzt YouTube seit 6 Monaten, glaube ich. Meine Hobbys sind Fußball, YouTube, rausgehen natürlich und auch zocken, also ganz Standardsachen. Und ich mache hier mit, weil ich einfach größer werden möchte und mir hoffe, dass ich drangenommen werde, so dass ich eine größere Reichweite bekomme. Und natürlich habe ich auch heute ein Thema dabei, und zwar eine Real-Life-Story. Und zwar geht es um Oliver Pocher und McDonald's. Ihr denkt euch jetzt, Digga, was ist denn das für eine Kombo? Ja, auf jeden Fall, wo ich, glaube ich, 8 Jahre alt war, bin ich so McDonald's reingesteppt mit meiner Mutter, dachte mir so, ja, komm, wir holen uns mal Burger, war so abends, Vater hat im Auto gewartet, so ganz gechillt so. Auf einmal stand da so ein Typ und da drum herum standen so 4 Bodyguards. Wir dachten so, okay, also das dachte ich mir auf jeden Fall. Und dann gucke ich so genau hin und dann steht ja so ein Typ, keine Ahnung, ich kannte den damals nicht, ich hatte keinen Plan, also ich kannte mich nicht so wirklich aus. Aber meine Mama so, oh mein Gott, guck mal, wer da steht, da steht Oliver Pocher. Ich so, der Mama? Wer ist das? Meine Mama dann so, ja, komm, lass ein Foto machen. Ich hatte gar keinen Plan, wer. Und dann auf einmal so, ja, komm, ich frag den mal. Und dann hat die den so gefragt, so, auf einmal hat er sich umgedreht, Leute. Und der hat genau so geguckt. Ich habe leider das Bild nicht mehr, sonst hätte ich das jetzt hier eingefügt. Aber war sowas von auf null Bock drauf. Was für null Bock, Alter. Naja, auf jeden Fall war der auf jeden Fall nicht so gut gelaunt und ich dachte mir so, okay, aber hab mich dann einfach nebenbei den gestellt. Der hatte eine Coca-Cola in der Hand, hat einfach nichts gemacht, außer so stur in die Kamera geguckt und das war's dann schon. Der hat nicht mal tschüss, hallo, irgendetwas gesagt. Meine Mama so, oh, hallo, ja, hier, dies, das, Ananas, okay. Der Typ einfach als Oliver Pocher gar nichts. Einfach nichts. Nee, er hat einfach gar keinen Bock. Das war's eigentlich auch schon. Also das war echt eine komische Real-Life-Story, muss man schon sagen, weil ich habe ihn zwar getroffen, aber habe kein Tor mit geredet, weil ich nicht wusste, wer das war. Und er hatte null Bock. Also ich glaube, hätte ich mit ihm gesprochen, hätte er wahrscheinlich mir nicht mal geantwortet. Aber das war's auch meine Bewerbung von Ruin Planning. Gibt euch die Chance. Ich hoffe einfach, dass ich gewinne. Vielleicht bin ich ja auch gerade jetzt hier auf dem Kanal und ihr seht dieses Video hier auf dem Kanal von Ruin Paladin. Aber auch an alle viel Glück, die mitmachen. Und natürlich wünsche ich mir auch viel Glück. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und...